بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Ein Scheich, ein Gelehrter, erzählt die Geschichte eines gebürtigen Muslims in einem westlichen Land. Dieser Mensch hat die Religion verlassen, den Islam, ist also abtrünnig geworden und ist in den Christentum eingegangen. Dieser Mensch erzählt, dass er in einem Traum gesehen hat, wie ein Mann ein weißes Stück Papier hält und ihm sagt, das ist der Islam. Du bezeugst, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ja? Du verrichtest das Gebet, 5 Gebete am Tag. Du gibst die Zakat ab, die Pflichtabgabe, also die Geldabgabe im Islam. Du vollziehst die Hajj, also die Pilgerfahrt nach Mekka, zur Kaaba. Und du fastest im Monat Ramadan. Ja, das Fasten, einmal im Jahr. Also die 5 Säulen des Islam. Und sagt ihm hier, das ist der Islam, dass du nur den einen Gott anbetest. Du jedoch hast dieses Jahr bevorzugt. Hat es dann aufgefaltet. Ja, die Dreifaltigkeit. Gott anbeten, seinen Sohn, also Jesus, und den Heiligen Geist. So purer Schirk. Und dann sagte ihm der Mann im Traum, und dies ist dein Ende. Dann hat er es auf diese Art und Weise im Traum zerrissen. So. Das eine Stück. Das ist ein Tag. Das zweite Stück. Ja, und hat dann diese Stücke aufgemacht. So. So. Ja. Und hat dann zack, diese Sachen hier zusammengesetzt. Und siehe da, es kommt das englische Wort Hell bei raus. Hell bedeutet auf Englisch Hölle, also Jahannam. Die ewige Qual im jenseitigen Leben. Und der Mann sagt ihm im Traum, und dies, weil du dieses hier gedient und angebetet hast. Das Kreuz, an dem angeblich Jesus gekreuzigt worden sein sollte. Ja, der Mann ist aufgewacht und hat sofort den Islam angenommen. Subhanallah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk.